Morgen aus Oberhausen. Ich muss jetzt gleich erstmal alle Verwechslungen vorwegnehmen. Ich bin nicht HW-Radfahrer. Heute bin ich Fräulein, liebe Grüße, ich erzähle euch das gleich, liebe Grüße nach in die Niederlande, ja. Von Deutschland. Deutschland, ja. Deutschland. Stimmt. Ich bin HW-Radfahrer. Oh, ich dachte Radler. Radler oder Radfahrer? Radfahrer kann ich sagen. Liebe Grüße von HW-Radfahrer an die Fans vom Franz. Ganz gut, dasselbe. Ja, wir machen den Tour zusammen. Ich spreche Deutsch und Niederländisch, aber wir hören das. Ja. Vielen Dank. Bis bald. Da wisst ihr Bescheid. Also, ich will mich ganz kurz fassen, weil ich glaube, der Franz will auch los. Ich habe den Franz auf YouTube kennengelernt und habe ihn angefragt, wollen wir mal was zusammen machen? Ja, er schlug mir dann auch eine Tour vor. Ich habe zugesagt und als ich mir die Tour dann angesehen habe, habe ich festgestellt, da war ich überall schon, wir auch gemeinsam, wir kennen das alles schon. Ich war im ersten Moment enttäuscht und dann habe ich gedacht, mein Gott, für so einen Holländer, da sind zwei Flüsse dabei, da ist ein Kanal dabei, da sind Zechen dabei, da sind Halden dabei. Ich denke, für jemanden, der das nicht kennt, ist das perfekt. Und da es mir darum geht, den Franz heute kennenzulernen, habe ich gedacht, nein, alles super. Dann kam die nächste Frage, Franz ist mit dem E-Bike unterwegs. Und normalerweise würde ich mir die Tour natürlich, ihr kennt mich, zutrauen, mit meinem eigenen Rad und hin und her und halten. Und ich habe gedacht, Mensch, heute nehme ich mal das E-Bike von meiner Freundin, weil ich möchte den Franz kennenlernen und ich möchte dann auf Augenhöhe auch. Ich will dann nicht abgehechelt sein. Ich weiß nicht, wie schnell der fährt und dann die Berge hoch. Und das ist dann doch eine ganz andere Hausnummer. Heute mit E-Bike. Ich verspreche euch, ich bleibe bei meinem normalen Rad. Und so lernen wir jetzt erstmal den Franz kennen. Wir machen uns auf den Weg. Wir reden von circa 80 Kilometern. Hier sind wir am Gasometer, hier starten wir. Da wartet der Franz schon. Und wir machen ohne Umschweife los. Also heute Fräulein HW. Bis gleich. So, jetzt habe ich gerade natürlich unsere Grüße in die Niederlande gegeben. Hier ist für euch nochmal der Franz. Also, hallo. Von Holland. Holland. Niederlande. Niederlande darf man auch sagen, macht nichts. Alles allebei ist gut. Alles beide gut. Und wir denken, wir werden heute Spaß haben. Das hoffen wir doch, ne? Und wir nehmen euch mit. Und hoffen, dass der Regen aufhört. Ja. Das ist am besten. Ja, ja, ja. Das, oh ja, das ist noch. Das sieht nicht so schön aus, soll aber werden. Sehr schön. Und die Vögel. Ja, liebe. Hier geht es jetzt schon hoch zum Tetraeder. Das ist mit der Grund, warum ich heute das E-Bike eingepackt habe. Hi. Ich schaffe das mit dem normalen Fahrrad.
Aber danach bin ich ja nicht mehr in der Lage, mich noch vernünftig zu unterhalten. Für eine Weile. Und das möchte ich ja heute. Da vorne fährt der Franz. Er ist mir jetzt ein bisschen weggefahren, weil ich mich mit dem E-Bike gerade in einer Kurve vertan habe und musste in die Büsche dann absteigen. Und ich bin bislang ohne Motor gefahren. Jetzt hier habe ich ihn natürlich angeschmissen und versuche aber, soweit es geht, ganz niedrig. Aber ich sehe schon gleich, das wird sich ändern, wenn ich nicht schieben will. Morgen! Und da sind wir wieder am Tetraeder. Hier habt ihr die Industriekulisse. Nein, das ist der Franz. Das ist die Industriekulisse. Und ich versuche den Franz noch zu überreden, dass wir heute auch mal hochgehen. Weil das letzte, als ich hier war, stand die ja Schlange auf den Treppen. Heute ist leer. Und ich denke, wenn man die Gelegenheit nicht nutzt. Ja, ich werde hochgehen, Leute. Ich bin ganz alleine hier. Da wäre ich ja irre, wenn ich das nicht machen würde. Gehen wir es an. Meine Fresse. Noch habe ich große Schnauze. Form 1. Oh je, man muss das mögen. Nach unten geht es einfach nur in die Tiefe. Boah. Ey, ja. Es ist komisch. So, da geht's heute auch. Warum ich so hechle? Ich kann euch das mal zeigen. Voll im roten Bereich. Ihr wisst Bescheid, ne? Das ist, du siehst ja durch bis nach unten. Das ist echt gewöhnungsbedürftig. So. Und hier haben wir die letzte Etappe. Ja, oben. Und so geht das hier einmal rum. Am Horizont sind zwei Heißluftballons. Schaut mal da. Da weiß ich gar nicht, was die in Bayern wollen. Aussicht haben wir doch hier auch. Da hinten ist der Gasometer, von da sind wir gekommen. Und ich bin aus dem Alter raus, wo ich das so völlig bedenkenlos mache. Ich bin froh, wenn ich jetzt wieder unten bin, ganz ehrlich. Aber ich bin jetzt schon wieder etwas tiefer. Wenn das ganze Ding jetzt zusammenbricht, dann bin ich nicht so tot wie von ganz oben.
Ja, jetzt haben wir uns im Prinzip so ein bisschen durch Bottrop und im Anschluss dann durch Essener Gebiet gequält, entlang der Hauptstraße, und sind jetzt hier in Essen-Karnap wieder auf einem Radweg gelangt in der Nachbarschaft zum Rhein-Herne-Kanal und sind auf geradem Wege zum Nordsternpark. Ja, hier steht doch wieder Nordsternpark. Viel Spaß! Danke! Ja, da sind wir doch schon im Nordsternpark angelangt. Es ist nicht zu leugnen. Ach, ist das schön. Passt wieder heute alles. Das Wetter. Franz ist wirklich sehr sympathisch, muss ich sagen. Er hat mir erzählt, seine Mutter ist in Gelsenkirchen geboren, deswegen spricht er so gut Deutsch. Ja, hier sind wir also jetzt einmal mittendrin im Nordsternpark. Da seht ihr den Turm, den Nordsternparkturm mit dem Herkules drauf. Und ich musste den Franz jetzt ein bisschen nötigen. Also der wollte straight seinen Plan weiterfahren. Und da habe ich zu ihm gesagt, ich sage, also wenn du jetzt hier bist und warst nicht wenigstens hier in der Nähe von dem Turm, hast du ja nicht gesehen, das ist ja wie Ägypten und ohne Pyramide. Und da sagt er mir doch tatsächlich, er war schon 20 Mal in Ägypten, hat noch nie die Pyramiden gesehen, weil er immer des Tauchens wegen da war. Er sagt, er hat alles gesehen in Ägypten, aber die Pyramiden nicht. Ja, gibt es auch. ist ungefähr wie ich und Venedig. Ich möchte die Stadt unheimlich gerne mal sehen, aber diese Massen, da zieht mich nichts hin. Und so ähnlich ist das wahrscheinlich mit den Pyramiden.
hier gerade hier an der Schleuse Gelsenkirchen. Und hier werden wahrscheinlich gleich ein, zwei Schiffe verschleust. Ihr seht das, ich versuche euch das mal zu zeigen, wie hoch das Wasser ist. Und die müssen da runter. Das sind schon ein paar Meter. Guck mal, da kann man durchgucken. Da ist das Wasser. Da ist das Wasser. Der muss aber da runter. Wow. Da müssen noch viele Eimer Wasser rübergetragen werden, bis der da hinkommt. Guck mal, was das hier für eine Strömung ist. Und von da sind wir gekommen. Jetzt sind wir irgendwo, ich kenne diesen Fahrradweg noch gar nicht, bei Bochum-Dahlhausen auf eine, ich vermute, ehemalige Bahntrasse gekommen. Das ist sehr schön hier. Da geht es lang, aber da muss ich jetzt aufpassen gerade. Vorfahrt achten. Franz fährt rüber, ich höre nichts. Läuft. Das ist ein sehr schöner Weg hier. Also ich denke, dass wir hier jetzt geradewegs irgendwie Richtung Ruhr fahren. Weil ich meine, in Erinnerung zu haben, dass der Franz auch noch ein Stück an der Ruhr geplant hatte. Und dass das da jetzt so langsam in die Richtung geht. Ja, ich würde mal sagen, Heimatkunde 2. Man sieht es jetzt noch nicht ganz genau, aber da hinten am Ende der Wiese ist die Ruhr. Doch gut geraten. Hier macht das auch wieder richtig Spaß, das Fahren. Obwohl der Weg, der ist hier im Moment, ob der gemacht wird oder so, der ist nicht schön. Rutschig. Nicht wirklich befestigt. Und hier überqueren wir gerade die Ruhr. Ist das nicht herrlich? Da hinten sieht man den Radrennfahrer. Fahren. Der war die ganze Zeit hinter uns, weil der hatte mit dem Schotter ein arges Problem mit seinen dünnen Reifen. Sind wir hinter uns hergefahren. Und wir machen jetzt weiter. Ich glaube, wir kommen durch Essen-Kettwig. Könnte sein. Und der Franz und ich, wir gründen einen neuen YouTube-Kanal. Der heißt dann Hans und Franz. Glaube ich, ne? Oder wo sind wir hier? Stehle, ne? Danke! Siehst du, habe ich gut geraten. Essen Stehle. Gelaufen. Ja, nach unten ist wohl. Bin ich dir im Weg? Guck mal. Da geht's hoch. Eine
eine der längsten Rolltreppen Deutschlands. Hier auf der Zeche Zollverein sind wir gerade. Ja, wir sind hier immer noch in der Zeche Zollverein. Und der Franz macht da gerade Fotos von der Wasserfläche, wo man im Winter immer Schlittschuh laufen kann. Ist er ganz begeistert von. Ist auch eine schöne Sache. Und zeige ich euch das auch mal. Und das mit dieser Industriekulisse, das ist der Hammer. Guckt euch das mal an. Ja, und diese Wasserfläche, das ist im Winter dann Schlittschuhbahn. Und gerade, das war ganz witzig, bin ich von jemandem angesprochen worden. Hey, du bist doch der HW-Radfahrer. Mich verdutzt ja sowas immer noch. Ich bin das so nicht gewöhnt, dass mich plötzlich fremde Leute ansprechen. Aber wir haben ein sehr, sehr angenehmes Gespräch geführt. Der Tom Wuschel ist das auf YouTube, macht auch ein paar Filme. Ist wohl halbseitig gelähmt oder so. So halb gelähmt, hatte wohl einen schweren Schlaganfall. Ist jetzt mit einem Liegerad unterwegs. War eine ganz angenehme Person, also war schön, wenn man solche Leute trifft. Jo, und ich denke, für uns geht's da dann weiter. Und dann haben wir heute für die Niederlande mal richtig, Kulturaustausch betrieben. Ja, lieber Franz, wir sind die Helden of the Vizes. Helden of the Vizes. Ja, exakt. Nach echt 80,7 Kilometern sind wir am Parkplatz Centro Gasometer wieder angekommen. Und ich muss sagen, der Franz, der war ein sehr angenehmer Mitfahrer. Und es hat riesig Spaß gemacht. Mit dem E-Bike. Ich glaube, ich habe nur die Hälfte genutzt. Ich war tapfer, ich habe also die Hälfte der Zeit tatsächlich ohne Motor gefahren. Und wenn es hochging, klar, halten und so, oder sowieso mal bergauf ging, dann habe ich mir das mal gegönnt heute und habe mal dazu geschaltet. Aber wie gesagt, das macht nur so ungefähr die Hälfte der Strecke aus. Das ist mehr noch als halb voll, das Akku. Also ich war sparsam. Und jetzt machen wir erstmal Feierabend. Wir gucken, ob wir im Zentrum jetzt noch mal schnell was zusammen essen. Da der Franz ist da schon kräftig am Einpacken und das werde ich jetzt auch machen. Ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht und wir werden uns bald wiedersehen. Ich freue mich drauf, bleibt gesund, behaltet euch die Freude am Fahrradfahren und wir sehen uns bald wieder. Macht's gut, tschüss.
So. Ich habe bei uns, ich habe alle zwei. Ah. Der alte von mir, ja. Der Action 1, so, da muss ich umschalten. Ah, okay. Aber der Action 4, er hat beide. Ach, guck an. Das kommt ganz klar. Ne, das hat er nicht. Das ist ja noch eine alte GoPro 8. Die ist, glaube ich, 1897. Aber wenn er noch macht. No. War eine sehr schöne Tour heute. Ja. Wir haben beide Spaß gehabt. Ja. Und du warst ein sehr angenehmer Mitfahrer. Ja, das ist gut. Ich habe viel Freude gehabt. Und wir machen jetzt noch mal einen ganz speziellen Gruß an meinen Enkel, den Raphael in Thüringen. Viele Grüße aus Holland. Alle Grüßes aus Nederland und helemaal nach Thüringen. Rustig aan doen en kommt gesund. Doei, doei. Wisst ihr Bescheid? Und das gilt für euch alle, auch nach NRW. Alle. Macht's gut, Leute. Kein Problem. Tschüss.